Nachdem der Admiral seine Meinung zu diesem Objekt geäußert hatte, entschied Captain Beatrice, keine Transporter, sondern Jäger zu entsenden. Ihre Befürchtung war es, sollte dieses Objekt gefährlich sein, könnte man sofort intervenieren. Commander Jack ließ die Besatzung die gepanzerten Schutzanzüge anlegen, nachdem auch Scarlett ihren Schutzanzug angelegt hatte, hieß es warten. Warten auf die Verstärkung. Scarlett nutzte diese Zeit, um Commander Jack über das weitere Vorgehen zu befragen. Commander Jack, wie lange wird es brauchen, bis die Verstärkung da ist? Das Zusammenrufen der Besatzung, das Beladen der Ausrüstung, dann die eigentliche Reise. Ich würde sagen, in 500 Parsec werden sie da sein. Gibt es für die Erkundung fremder Objekte eine festgelegte Vorgehensweise? Die gibt es in der Tat. Zuerst versuchen wir mit den Scanner so weit wie möglich in das Objekt vorzudringen. Sollten wir einen Hohlraum entdecken, wird eine Sonde in entsprechender Größe hineinteleportiert. Entschuldigung, teleportiert? Das ist unser eigenes Transporterverfahren. Wir werden keine Shuttles benutzen, um auf dem Objekt zu landen. Wir werden gleich, sobald wir wissen, was auf uns zukommt, hinein teleportieren. Ich bin sprachlos. Entschuldigen Sie, Commander Jack, ich habe Sie unterbrochen. Nachdem die Sonde uns Daten geliefert hat über die uns dort zu erwartende Atmosphäre und gegebenenfalls technische Einrichtungen, werden weitere Drohnen hinzuteleportiert. Erst wenn diese Drohnen über einen längeren Zeitraum unbeschadet bleiben, teleportieren wir hinein. Das klingt, als hätten Sie das schon sehr oft gemacht, Commander Jack. Als reisendes Volk passierte uns dies zwangsweise automatisch. Wir haben Völker getroffen, die kurz vor dem Untergang waren oder sind. Wir haben Ruinen gefunden von Völkern, die untergegangen sind. Wir haben sogar Völker getroffen, die sich die technischen Spezifikationen von untergegangenen Völkern zu eigen gemacht haben und einen ganzen Sektor damit terrorisiert haben. Ich will Ihnen nicht zu nahe treten. Eigentlich meine ich, Sie wirken alle so perfekt und sind in jeder Situation gefasst. Ich habe, seit ich bei Ihnen an Bord bin, auch nicht eine Person erlebt, die missgelaunt war. Dr. Jerome ist eindeutig ein Cyborg. Rein. Ich denke, ich erahne Ihre Frage. Alles begann damit, dass unser Admiral bei einem Handel ein ganz besonderes Schiff erworben hat. Die technischen Spezifikationen dieses Schiffs erlaubten unserem Admiral, eine biomechanische Besatzung zu erstellen. So entstanden die ersten, durch den Zuwachs eines weiteren Crewmitglieds, dem Hakulaner Merwin, wurde unsere Programmierung um einige Subroutinen erweitert. Dies hatte zur Folge, dass wir ein eigenes Bewusstsein entwickelt haben. Das war die Entstehung unserer Spezies. Ich wusste, dass Claudia die KI des Schiffs ist und dass Dr. Jerome ein Cyborg ist. Aber sie sind alle so natürlich und authentisch. Andererseits erklärt es ihre Selbstsicherheit und ihre Logik. Scarlett und ihr Vater erfuhr noch weitere Details über die Entstehung der Cyborg und der eigentlichen Flotte. Als Commander Jack mit seinen Erzählungen geendet hatte, war die Verstärkung auch vor Ort. Jetzt konnte die Erkundung des Objekts beginnen. Commander Jack, Ihre Verstärkung ist einsatzbereit. Sehr gut. Dann lassen Sie uns beginnen. Ich beginne mit dem Scannen der Frequenzen.
Eine Frequenz im unteren Frequenzband ist aktiv. Ich schalte sie auf das Frequenzband Commander Jack. Hier spricht Commander Jack von der Jägerstaffel Durox. Wir erforschen diesen Sektor und sind auf Ihr Schiff gestoßen. Wir möchten mit Ihnen friedlichen Kontakt aufnehmen. Die Nachricht wurde empfangen, jedoch keine Reaktion darauf. Wir versuchen es nochmals. Hier spricht Commander Jack von der Jägerstaffel Durox. Wir erforschen diesen Sektor und sind auf Ihr Schiff gestoßen. Wir möchten mit Ihnen friedlichen Kontakt aufnehmen. Bitte geben Sie ein Lebenszeichen von sich. Die Nachricht wurde empfangen, jedoch keine Reaktion darauf. Schicken Sie eine unbewaffnete Speersonde. Jawohl, Commander Jack. Die ersten Daten werden übertragen. Es gibt keine Sauerstoffatmosphäre. Der Boden und die Wände leben. Das Beleuchtungsniveau ist sehr gering. Der Hohlraum ist gewaltig. Rückzug. Fluchttunnel öffnen. Der erste Kontakt mit dieser Spezies verlief alles andere als gewohnt. Commander Jack blieb nur die Flucht. Code Red! Bleiben Sie in vollem taktischen Zustand, ein Fehlkontakt reicht. Scannen Sie nur passiv das Schiff. Wir nehmen Kurs auf den Destroyer Durox. Gleich nach der Landung begibt sich Commander Jack mit seinen beiden Kadetten zur Kartografie. Dort trifft er Captain Beatrice, First Commander Ginger, First Commander Sandra sowie Claudia, die KI des Schiffs. Claudia, was haben die Auswertungen der Daten aus dem unbekannten Objekt ergeben? Den Daten zufolge ist es eine Biosphäre mit einem fast unglaublichen Alter. Die Wände wiesen ein Alter von über 900.000 Dorsek auf. Bei den sich bewegenden Leitungen war die älteste 98 Dorsek. Wir können also davon ausgehen, dass die darin lebende Spezies sehr alt ist. Gibt es Hinweise darauf, dass sie mit dem durch den Admiral gefundenen Unas in Zusammenhang stehen? Die einzige Gemeinsamkeit wäre der Chitinmantel der Sphäre. Weder die Atmosphärenzusammensetzung noch die Leitungen weisen Ähnlichkeiten auf. Für eine genaue Ermittlung der Zusammensetzung bräuchte ich eine Probe. Gehen wir einmal davon aus, es gäbe eine Gemeinsamkeit, die lediglich darin besteht, einen gemeinsamen Ursprungsort zu haben. Das vom Admiral beschriebene Wesen wollte einen Wirt, das von Commander Jack gefundene Wesen wollte ganz offensichtlich seine Ruhe. Nachdem das Wesen mit nur einem Hieb die Sonde dermaßen beschädigt hatte, nahm ich an, es ist besser, einen sofortigen Rückzug über Fluchttunnel einzuleiten. Ich schätzte in diesem Moment die Gefahr, die von dieser Sphäre ausging, sehr hoch ein. Wie üblich sind wir nach 1000 Lichtjahren aus dem Fluchttunnel gekommen, um unseren Kurs neu zu berechnen. Dabei sind wir auf dieses Schiff gestoßen. In Anbetracht des schiefgegangenen Erstkontakts habe ich lediglich passives Scannen angeordnet. Ich könnte eine Sonde aussenden, die dieses Schiff genauer untersucht. Ja, Claudia, mach das bitte, stelle aber sicher, dass sie nur in vollem taktischen Zustand dort eintrifft. Ich möchte keinen schlafenden Bären wecken. Ja, Captain, in Arbeit. Commander Jack, welchen Eindruck machte das Schiff auf Sie? Der Raum, in dem wir das Schiff gefunden haben, wies eine hohe Konzentration von ionisiertem Staub auf. Bei der Geschwindigkeit, mit der es sich bewegt hat, ist anzunehmen, dass es diesen ionisierten Staub aufgenommen hat. Commander Jack, Sie tragen jetzt seit einiger Zeit die neuen gepanzerten Anzüge und wie ich sehe, Ihre beiden Kadetten auch. Meine Frage an Sie und Ihre Kadetten ist, wie ist der Tragekomfort? Von Tragekomfort her gibt es keinen Unterschied zwischen dem alten und dem jetzigen. Jedoch merkt man ganz deutlich,
wenn man sich stößt, dass diese Energie absorbiert wird. Scarlett, du bist die Jüngste. Wie fühlst du dich in deinem Anzug? Ich hatte nur sehr kurze Zeit den Standardanzug an. Im direkten Vergleich finde ich diesen angenehmer zu tragen. Ich hoffe, ich habe jetzt nichts Falsches gesagt. Im Gegenteil, Scarlett. Eine ehrliche Meinung ist mir wichtig. Captain, ich schlage vor, die Mannschaft mit den neuen Anzügen auszustatten. Ja, Ginger, tue das bitte. Wird erledigt, Captain. Claudia, wir sollten bei den Jägern zwischen zivilen Jägern und militärischen Jägern unterscheiden. Ich möchte, dass sie so schnell wie möglich die gleiche Panzerung erhalten wie der Destroyer. Schließlich geht es um Schutz und nicht um Ästhetik. Wird umgehend erledigt, Captain? Claudia hatte eine unauffällige Drohne gewählt, im Falle, dass die Tarnung versagen würde. Im Drohnenhangar nahm sie selbst zusammen mit Commander Jack und den beiden Kadetten die letzten Justierungen vor. Bevor die Drohne den Sprungtunnel verließ, ging sie in maximalen taktischen Zustand. Es dauerte nicht lange und die Drohne fand das fremde Schiff. Unbemerkt folgte sie dem Kurs des Schiffes, sie sammelte Daten über den technischen Zustand des Schiffs, die Besatzung und vor allen Dingen die Bewaffnung. Das Schiff flog direkt auf einen kleinen, unbewohnbaren Planeten zu. Mit den bis jetzt dürftigen Daten konnte sich selbst Claudia keinen Reim darauf machen. Das unbekannte Schiff schwenkte auf die Umlaufbahn des Planeten ein. Die Besatzung des Schiffs begann sofort mit einem massiven Bombardement von Gravitationswellen, um den Planeten aus seiner Umlaufbahn zu zwingen. Claudia projizierte jedes bekannte Objekt in ihre Karten. Nach kurzer Zeit wusste sie, dass dieser Planet in weniger als einem Dorsek einen bewohnten Planeten treffen würde. Jetzt galt es, das Warum herauszufinden. Aus diesem Grund rief sie Rain und Scarlett nochmals in die Kartografie. Rein? Dieser Planet ist Antara, das Asteroidenfeld, das ist der Minenmond. Dann habe ich hier noch einen weiteren bewohnten Planeten. Das ist Zarana, es ist unser Heimatplanet. Was ist mit ihm? Deswegen seid ihr hier, dieses fremde Schiff benutzt Gravitationswellen, um diesen Planeten hier aus der Bahn zu bringen. Was ihnen laut meinen Aufzeichnungen auch erfolgreich gelungen ist. Gibt es irgendeinen Grund, warum dieser unbewohnbare Planet dieses Volk stört? Nicht, dass ich wüsste. Papa. Du hast mir doch die Geschichte von dem verwunschenen Planeten erzählt. Scarlett, das ist ein Märchen eigentlich. Bist du schon zu alt, um daran noch zu glauben? Scarlett, erzähle mir bitte die Geschichte. Es gibt einen Planeten, die Bewohner nennen ihn Juwel. Auf ihm gibt es sehr viele Kristalle. Auf ihm leben himmlische Wesen, die sich um die Seelen unserer Gegangenen kümmern. Einmal alle 200 Dorsek taucht der Planet Juwel auf. Er bleibt dann für 10 Dorsek und verschwindet dann wieder. Man sagt, in dieser Zeit kann man die Gegangenen besuchen. Commander, das ist ein Märchen, das man den Kindern erzählt, damit sie mit der Trauer besser umgehen können. Rain, unsere Tarnvorrichtung basiert auf einer Phasenverschiebung. Wir sind dann weder sichtbar noch greifbar. Wir können dann sogar den gleichen Raum einnehmen wie ein anderes Schiff. Solange wir in Phase sind, würden wir dann aus der Phase gehen, gäbe es eine Katastrophe. Ich gehe davon aus, dass dieser Planet Juwel eine natürliche Phasenverschiebung hat. Ich projiziere jetzt die Flugbahn, wie sie vor der Veränderung war, lege dann die jetzige darüber. Dort muss der Planet Juwel sein. So wie ich das sehe, hatten sie nur zwei Möglichkeiten. Entweder trifft es Zarana oder Antara.
Rain, welche der beiden Planeten ist stärker bevölkert? Antara. Durch die veränderte Flugbahn trifft es den Planeten Sarana. Wäre es nicht möglich, die Flugbahn noch einmal zu korrigieren? Dafür ist es jetzt zu spät. Das hätten wir vor einem Dorsek noch gekonnt. Wir müssen den unbewohnbaren Planeten aus der Gleichung nehmen. Wie soll das gehen? Man kann doch keinen Planeten verschwinden lassen. Einen Moment. Ich denke, wenn wir mehrere ausreichend große Generatoren auf der Oberfläche kurzzeitig platzieren, können wir ihn dauerhaft in der Phase verschieben. Die Zeit müsste noch ausreichen. Nachdem die Informationen geklärt waren, begaben sich die vier auf die Brücke. Dort präsentierten sie Captain Beatrice ihren ausgeklügelten Plan. Reagierte sofort und gab den Befehl, zum genannten Planeten zu springen. Kaum hatte der Destroyer den Sprungtunnel verlassen, enthüllte sich ein noch größeres Problem. Das unbekannte Raumschiff hatte im Inneren des Planeten eine Kettenreaktion ausgelöst. Das war's für uns. Ganz ruhig bleiben, Rain. Wir sind Phasen verschoben, schon vergessen? Taktik, Bericht. Wir haben keine Schäden erlitten. Das fremde Schiff ist allerdings von den Trümmern zerstört worden. Die Trümmer nehmen beschleunigten Kurs auf Sarana. Der halbe Planet wird Juwel treffen. Sarana wird in einem halben Dorsek getroffen werden. Bei der Größe der Trümmer wird es katastrophale Ausmaße haben.